Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf Octria. Es ist Nacht. Es ist wie immer Nacht. Ja. Da liegt ein Apfel. Oh, den sammeln wir ein. So. Okay, ach, Dotti rennt darum. Kann man den Apfel füttern? Nee, ne? Nö, schade. Okay. So, genau. Da waren wir soweit. Dann können wir eigentlich die andere Front fertig machen. Schnell schauen hier. Das ziehen wir ja so durch. Ne? Ich muss mal eben schnell Dings machen. Treppen. Gut. Mhm. So, ich bin noch nicht so davon überzeugt, ob das so wirklich toll ist, das komplett mit nur mit Mauer an den Seiten zu machen. Also ein bisschen offen finde ich gut. Aber ganz offen, ich weiß noch nicht so genau. Hier ist es schon wieder saudunkel. Ich packe hier einfach mal Lichten. Das können wir dann wegmachen, wenn wir hier überall Gras hinmachen. So, okay. Das haben wir. Dann können wir eigentlich Dach durchziehen. Ne? An der anderen Seite anfangen. Habe ich denn da noch Fichtenholz? Ja. Also ich glaube, das wird nicht ganz reichen. So. Erstmal hier hoch. Und hier könnten wir dann ja eigentlich auch schon den Balken machen. War die Höhe, ne? Ja. Ja. Das ist richtig. Oh, also Dächer machen ist ja... Ich weiß, ich sag das jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Dach machen muss. Dächer machen ist ja sowas von doof. Es kommt, weil das immer so lange dauert. Das ist total eklig, weil man das nicht durchziehen kann, wenn man das immer so präzise ansetzen muss. So. Okay. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit dem Holz kommen. Ja, man kann auch einfach vom Dach springen. Gut, machen wir das hier weg. Ich mache hier hinten auch keinen Durchgang. Ich finde, der vorne reicht. Hm? Muss jetzt nicht hier hinten auch noch durchgängig sein, weil hier kommt man ja sowieso nirgendwo hin. Machen wir hier nämlich zu. Gut, da den Balken weitermachen. Hallo? Balken? Hallo? Und hier aufpassen, dass ich nicht runterfall wieder. Aber ich habe auch schon kaum noch Treppen. Schwarzeichenholz haben wir auch nicht mehr viel. Aber das macht ja nichts. Da machen wir eben im Stall erstmal weiter. Können auch die Böden austauschen und so. Ein bisschen was zu tun haben wir da ja noch. So, wo ist jetzt hier das dann, ne? Richtig? Ja. Da müsste das hier sein. So. Und da geht dann der Balken ja weiter nach oben. Ach nee, warte mal, da kommt doch der Balken hin. So. Da habe ich auch nicht aufgepasst. Da habe ich einfach durchgezogen. So. Okay. Ja, dann würde ich sagen, warten wir, bis die Schwarzeiche gewachsen ist. Ich habe nichts mehr, ne? Ich habe nur noch die Halbstufen, die sind für, ne, für ganz oben. Ne, sonst habe ich nichts mehr. Nichts mehr dabei. Okay, das da hätte ich gerne. Und, ja, eigentlich Getreide dann für den Boden, also dass wir hier auf jeden Fall Stroh machen können. Ich würde das hier auch austauschen in Holz.
Ja, das würde ich austauschen. Aber das machen wir erst dann, wenn es soweit ist. Und vielleicht hier einfach nur, ne, die Mauern. Und hier als Trennung auch Mauern. Und oben vielleicht einmal so, dass die sich schon sehen können, aber nicht rüber können. Das sieht irgendwie doof aus, ne? Also es sieht total doof aus mit der Doppelmauer da. Also eine Mauer muss dann in dem Fall reichen. Denke, das reicht auch. Ja, das reicht aus. Okay, dann gehen wir doch mal eben ins Lager und schauen mal, wie viel Getreide wir da noch haben. Nicht mehr so viel. Aber wir könnten mal oben noch die Ballen haben, also die Strohballen. Schnell schauen. Habe ich das, wenn dann bei Deko? Nee, nicht bei Deko. Dann habe ich das bei Tiere. Tiere habe ich hier noch. Ja, 24. Okay. Sattel, ja, die nehmen wir dann auch mit, aber erst dann, wenn's soweit ist. Okay, sonst habe ich da nichts. Nö. Guck mal, wie viel Birkenlaub hier noch ist. Oh, toll. Super, da haben wir echt viel von. Ich würde den Setzling hier lassen wollen. Dann mache ich aus dem Weizen noch mal eben Ballen. So. Okay. Den Birkensetzling kann ich auch erstmal hier lassen. Das Lapis auch. Kobbel. Obwohl, nee, Kobbel nehme ich ein bisschen mit. So, Fichtenholz. Haben wir noch Fichten? Holz. Ne. Das heißt, wir nehmen auch ein paar Fichtensetzlinge mit. Ja. Ach, da. Oh. Ich habe jetzt ein anderes Bild im Kopf gehabt vom anderen Texture Pack. Okay, also Fichten haben wir auch dabei. Dann würde ich jetzt ganz gerne noch Knochenmehl mitnehmen. Hier können wir mal die Knöpfe reinpacken. Habe ich nicht mehr. Habe ich das bei Farbe noch mit drinne? Nee. Habe ich echt kein Knochenmehl mehr? Das gibt's doch gar nicht. Weil ich habe doch so viel Knochenmehlzeug gehabt. Das ist Zucker. Keine Knochen, kein Knochenmehl. Da! Das sagen. Fichtenholz. Hier haben wir noch die Dinger. Gucken, die packen wir dann irgendwo dann später hin in die Stelle. Da müssen wir mal gucken, können wir die eigentlich kaufen am Spawn? Kann man die kaufen, die Getreidesachen und so? Es wäre ja schon nicht schlecht, ne? Also zumindest für den Stall, für innen, wäre das doch ganz, ganz gut. So, dann stellen wir doch hier nochmal einmal Fichte hin. Schön wachsen. Und einmal lassen wir eine Schwarzeiche wachsen. Nee, so wird das nichts. Gut. So. Okay. Okay, gut. Dann können wir noch mal eben schauen, wie wir das hier innen gestalten können. Das soll weg. Das war 3, genau. Jetzt ist dann die Frage. Ich hatte ja überlegt, hier einen Heuboden reinzumachen. Ich finde aber eigentlich eine Dreierhöhe
fast zu niedrig für Pferde. Aber man könnte eventuell eine dreieinhalber Höhe machen, dass man sagt, man macht hier dann den Boden rein. Das wäre aber dunkel. Also wenn wir da einen Boden reinmachen, dann entweder einen Kobel. Weil mir das nicht so gefallen würde. Ich glaube dann eher Fichte. Weil das wird sonst wirklich zu dunkel. Das ganze Ding hier. Okay. Ja, Fichte würde ich dann da nehmen. Ja. Dann das vielleicht vier hoch. Und vielleicht den Boden dann erst hier oben ansetzen. Platz genug haben wir ja. Wir noch. Ich habe doch hier eine Werkbank. Und probieren wir das doch einfach mal aus. So, also dann würde ich den Boden hier ansetzen. Ja, das heißt, wir hätten hier also quasi eine Decke drüber. Ich bräuchte noch ein paar von denen. So. Halt, falsche Richtung. Einmal Orientierung verloren. Nein, 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 das wollte ich nicht. So, da kann ich da dann die Schwarzeiche gegensetzen. Und dann könnte man hier mit der Mauer ganz nach oben. Ja? Und hier einfach Tore rein. Und dann könnte man hier nämlich auch mit der Mauer hoch. Und hier weiß ich nicht. Mal gucken, ob wir das machen. Da, nee. So gefällt mir das. Das ist gut. Das ist okay. Dann können wir hier nämlich noch den Boden tauschen. Oh, jetzt muss ich so aufpassen, dass ich hier nicht alles kaputt mache. Hier würde ich Holz drunter machen. Und zwar, ja, Schwarzeiche, glaube ich. Oder? Was nehmen wir da? Was nehmen wir da an Holz? Wir haben das. Ja, was wäre dann eigentlich? Ja, doch, Schwarzeichenholz geht auch. Das ist, glaube ich, okay. Ja, da können wir eigentlich so Stufen hinpacken, können wir ein bisschen sparen. So, genau. Und dann können wir da jetzt alles auffüllen mit Getreide. Also mit Strohballen. So. Jetzt weiß ich nur nicht, sollten wir das hier unter. Nee, ne? Da müsste dann auch Schwarzeiche hin. Und da auch. Genau. Und dann können wir nämlich hier schön da noch Getreide hin machen. Das ist dann die Frage, machen wir hier den Gang Schwarzeiche oder nehmen wir Kobel? Für Kobel ja eigentlich nur so ein bisschen Akzent setzt hier, ne? Würde ich doch eher dazu tendieren. Wir können das ja mal machen, wir können es ja wieder wegmachen. Gott sei Dank kann man ja immer wieder alles abbauen, wenn es dann am Ende doch nach nichts aussieht. Aber ich glaube, dass das gut wird. Jetzt wird schon wieder dunkel. Manu. So, ne? Also ich finde das gut, mir gefällt das so. Mir gefällt das so richtig gut. Okay. Hier wäre wirklich eine Koppelmauer auch schön, ne? Irgendwo hier unten wäre das einheitlicher, aber ich glaube. Ich glaube, dass da einfach. Huch, Fenster auch okay sind, letztendlich. Hier so Fenster hinmachen. Sollte das reichen? So zwei Einer vielleicht? Ja, das ist gut. Und hier unten kommt dann Blumenpott vor. Ein großes Ding machen wir. Und ja, hier dann auch Fenster rein. Und dann brauchen wir noch Zauntore. Die würde ich dann auch wieder aus Schwarzeiche machen. So, Stöcker. Haben wir zwei Stück, die reichen uns ja nicht. Tore waren so, genau.
Noch ein paar Schwarzeiche. Und noch mal ein paar Stöcker. Weil ich brauche ja 3 Stück. Auf jeden Fall jetzt erstmal. So. Hä? Hallo? Okay. Was soll das? Liegt das? Das liegt da dran. Ich geh kaputt. Ja, neuestes Design. Absolut neuester Schrei. Okay. Gut. Sehr gut. Sieht nicht mal schlecht aus, ne? Also es ist, ist mal was anderes. Merkwürdig, aber okay. Ich meine, so richtig merkwürdig. Vielleicht, wenn ich es von dieser Seite dran setze? Nein, auch nicht. Okay. Dann geht es nur in die andere Richtung auf. Ach, die gehen alle in die andere Richtung auf. Und wenn ich die von hier aufmache, gehen die in die Richtung auf. Aha. Also mit den Zauntoren hat sich dann doch anscheinend mit der 1.11 einiges geändert. Ist bei mir noch nicht angekommen. So, Fackeln jetzt erstmal hier hin. Einmal da. Und einmal da. Erstmal. So. Dotti, du kannst schon mal... Dotti? Dotti? Dotti. Da. Das sei, ich hab dich doch gerade gesehen. So, mal den ersten Dings ausprobieren. Aber wir müssen hier vorne absteigen. Und dann muss ich dich mit der Leine reinführen. Komm. Komm, du schaffst das, du kannst das. Und dann hier rein. Los. Jawohl. Super. Und schön? Gefällt dir das so offen? Ja? Gut. Okay. Ja. Doch, gefällt mir. Und ich glaube, wenn das dann fertig ist, ist das doch ganz gut, wenn das, wenn die Seite offen ist. Das kann ich mir auf jeden Fall doch ganz gut vorstellen. Hm? Das könnte schön werden. Okay, Baum gewachsen? Nö. Okay. Dann können wir hier weitermachen. 1, 2, 3, 4 waren das dann immer, ne? Genau. 1, 2, 3, 4. Rüstung habe ich ja keine an. Nein. Autschen. 1, 2, 3, 4. Und den hier noch. 1, 2, 3, 4. Und einen noch. Dann haben wir alle, oder? Ja. 1, 2, 3, 4. So, dann machen wir hier den Boden mal raus. Oh, wir haben nur noch 14 Strohballen. Also das ist auch so, so Zeugs irgendwie, das ist so undankbar. Da kriegt man mal so wenig raus. Aber das macht nichts. Ich werde dann einfach dann zwischen den Aufnahmen ganz viel Getreide farmen. So gucken, dass ich das immer recht zügig abbaue, sobald es gewachsen ist. Und dann kriegen wir hoffentlich noch ein bisschen was zusammen. So. Das und dann die ein höher noch. Die Koppelmauer hin. Und dann kommen hier ja schon die Ballen hin. Genau. Und die reichen ja mal so überhaupt nicht. Na super. Aber ich finde das schon ganz schön. Doch, das gefällt mir. So, ich würde jetzt hier schon mal das Tor reinpacken, einfach weil ich es habe. Ich würde jetzt hier eigentlich ganz gerne den Weg hierher machen. Das ist... Ja, das ist noch was, was wir recht schnell und zügig erledigen können. Ich muss jetzt mal eben kurz hier aufpassen. Genau. Also 4 ist super. Ich sagte 4. Und
schauen, da soll das hin und das hin. Also ich würde dann... Wir haben immer Dreierbreite gehabt, ne? Von den Wegen. Dann einfach hier. Genau, dann haben wir da nämlich noch ordentlich Platz für Grünzeug. Ja, einfach ein paar Bäume und so hin. Und das passt, denke ich, ganz gut. Haben wir denn hier noch Stufen? Jawohl. Oh ja, und dann hier in die Richtung. Genau. Das finde ich gut. Das denke ich ist in Ordnung. Den Rest kann man dann eben in Dings, in Gras austauschen. Ich würde dann aber auch hier die wieder Hecke hinmachen und wieder mit Wasser unter, Wasser und Licht unter. Und hier machen wir einfach überall Erde hin. Wir haben ja so einiges. Dank Nina haben wir ja ewig viel Erde. Also muss sie stundenrund für gefarmt haben. Das ist wirklich, wirklich klasse. Also nochmal vielen, vielen Dank für diese viele Erde. Das ist wirklich toll. So, dann da noch. Huch, jetzt mal hier alles unterm Haus weg. So, einfach so ein bisschen, genau. Das reicht auch schon. Und dann demnächst wieder Sandstein eintauschen. So, dann gucke ich mal, dass ich hier ein bisschen Erde hinmache. Dass wir die auf jeden Fall mal aus dem Inventar kriegen. Dass ich da mein Zeug wieder einsammeln kann. Huch. Huch. So. Und. Na? Verbraucht. So. Dann hier weiter. So. Das Ganze jetzt da noch verbinden, damit das wachsen kann. Ach, das war das Ding, wo ich vorhin hängen geblieben bin. Okay. So, und da kommt dann jetzt Wasser hin. Und die Hecke oben drauf. Aber da auch. Obwohl ich gerade überlege, also... Hier soll es ja auch grün werden. Aber ich glaube, ich würde das Wasser und die Hecke nur bis hierher machen. Wo das mit Sicherheit irgendwie doof aussieht, ne? Ich glaube, das sieht nicht so toll aus, wenn ich damit mal einfach aufhöre. Ach, da ist noch mehr Sandstein. Mensch, so viel Zeug. Ich glaube, dass das nicht nach nichts aussieht, wenn ich da einfach aufhöre. Weil hier müsste ich dann ja auch hin, ne? Mit dem Wasser. Ja. Wir machen das einfach mal. Wie gesagt, letztendlich kann man alles ja wieder wegmachen. Das gibt auf jeden Fall Sandstein. Viel, viel Sandstein zum Tauschen. Hallo? Nee. So. Dann hier noch ein bisschen Erde hin. Aber hier eigentlich nicht. Da lassen wir jetzt nur den einen, damit hier nicht das Wasser rumfließt. Das wäre dann so. Ne? Genau. Und dann hier das gleiche Spiel. Ich kann es nicht einsammeln. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz.
So, die 28 Erde kriegen wir hier auch noch unter. Das kann dann alles schön grün werden schon mal. So, okay. Und wir haben ordentlich Sandstein. Das ist doch toll. Gut, okay. Dann würde ich jetzt erstmal an dieser Stelle den Part beenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten. Also, bis denn. Ciao, ciao.